Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen mal wieder. Ach, seit wer weiß wie vielen Jahren, bestimmt jetzt seit 5 Jahren hier ständig Samstagabends Verantwortungstreff von Schengerbewegung. Lasst uns nachdenken, während wir sonst über ganz viel reden und denken über verantwortlich Leben. Was bedeutet das für uns und unsere Lebensgestaltung? Alles klar, wir sind heute Abend mal wieder in einem sehr vertrauten Routine-Team, sozusagen auch die Mitglieder einer digitalen Radikalo-Kommune, einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune. Also irgendwann fragen wir uns auch noch mal, was das für unser Leben bedeutet, dass wir eine digitale Kommune sind und was wir da alles für Schlussfolgerungen daraus ableiten. Okay, aber jedenfalls sind wir das schon mal. Und das sind der Dylan, der Luis und meiner einer. Und wir gehen immer nach Alter, nee, wir gehen nicht nach Alter, nach Schönheit. Und deshalb fängt der Dylan einfach an und danach komme ich und dann der Luis. Seid willkommen also und ich hoffe, ihr hört spannende, anregende Gespräche. Wobei ich dann jetzt relativ schnell an Luis weitergeben würde, denn wir machen ja heute quasi ein Plenum, ein Kommunenplenum. Und die erste Frage ist ja immer, sind irgendwelche kleinen Konflikte im Raum? Dann sollten die sofort bearbeitet werden. Dann die zweite Frage ist ja der Tanz der Irrtümer. Also quasi, wo meint man Irrtümer im Kopf der anderen zu erkennen? So die Schlüsselfrage, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Und das dritte Thema ist ja eigentlich immer sozusagen, bin ich denn auch hundertprozentig glücklich? Bin ich viel glücklicher, wenn ich jetzt allein, als wenn ich jetzt alleine leben würde? Und Luis hatte ja heute angeregt, dass wir das zweite Kapitel Irrtümer ansprechen. Und damit sollte er auch heute beginnen, so dass er die ersten 4 Minuten bekommt, um Irrtümer anzusprechen. Ja, ist das in Ordnung, Luis? Hörst du mich gut? Hat mich der Luis jetzt nicht gehört? Mikro ausgestellt. Ich habe mein Mikro ausgestellt, weil ich so schön leise sein wollte. Das kann ich natürlich nicht machen. Dann hört man den guten Luis natürlich nicht. Der redet heute bei mir am Telefon, was ich neben den Computer halte. Ah ja, Also, Luis, du Luis, hast hörst du den mich gehört, das jetzt? hat er bestätigt und er kann jetzt loslegen. Luis, du kannst jetzt anfangen mit Irrtümer, genau. Okay. Also, das ist jetzt schon ein bisschen zurück, seit ich da mal so ein recht ausführliches Gespräch mit Öffi drüber hatte und mein löchriges Gehirn hat wirklich die ganze Argumentation gemerkt, aber also zum Beispiel, also auch eine Art, finde ich, ein bisschen komisch, da so rumzuhacken oder mich da so stark drauf zu konzentrieren, aber wir machen ja irgendwie Tanz und das ist ja quasi in unser aller Sinne. Also Dylan, ich habe dich so verstanden, dass du dich als den Bösen siehst. Und wenn Leute dich kritisieren, dass du davon ausgehst, um den Höchsten kritisieren zu können, müssen sie sich ja irgendwie selber für den Höchsten halten. Denn wie kann man jemanden kritisieren, der höher ist als sie? Und dann hat der Öffi als Gegenargument veranschaulicht bei des Kaisers neue Kleider, wenn ich die Story richtig verstanden habe, oder Öffis Interpretation, dann hat ein kleines Kind darauf hingewiesen, dass der Kaiser nackt rumläuft und alle anderen haben das bevorzugt zu verdrängen oder so. Und dass das ein Beispiel wäre, wenn man davon ausgeht, dass der Kaiser höher ist als das Kind, was ja alles sehr genau geprüft werden müsste, dass es möglich ist, also ich habe das sowieso gedacht, aber der Öffi hat das durch ein Beispiel belegt, dass es möglich ist, jemand anders zu kritisieren, auch wenn man mindestens in manchen Punkten weniger Qualitäten hat als der andere. Also das wäre der eine Bereich. Also ich glaube, du bist da nicht so richtig drauf eingegangen, obwohl das Argument im Raum stand. Vielleicht habe ich es auch mal wieder vergessen. In dem Sachverhalt habe ich den letzten schon mal vorgeworfen und da bist du halt drauf eingegangen. Und das
andere war von wegen Esoteriker, die sind ja so anstrengend und man kann keine Kommune mit ihnen machen. Und dann hat er irgendwie als Beispiel gebracht, dass du jetzt mit einer sexy, leidenschaftlichen, gut kochenden, schön anzusehenden, gut riechenden Esoterikerin eine Kommune gründen könntest und die lässt es völlig so, wie du bist und bewundert dich. Und ihre Form von Esoterik hat zwar in dir, dass du dich wunderst, ach Mensch, ist die widersprüchlich und kann die nicht richtig denken, aber ja, die Vorteile überwiegen stark, dass das ein mögliches Szenario wäre, wie man mit Esoterikern grundsätzlich schon leben könnte, entgegen deiner harten Aussage, man kann nicht mit ihm leben. Ja, also das waren zwei Punkte. Ich nehme an, wenn wir alle gut zusammenhelfen, ergibt sich daraus noch das breitere Bild, falls meine 4 Minuten noch nicht um sind oder falls man mir trotzdem nachsieht, wenn ich kurz noch 2 Punkte anreiße, oder soll ich es lieber später machen? Ah, mach ruhig, bis irgendwas piept oder irgendjemand sagt, wird langweilig, würde ich sagen, mach ruhig. Super, also grundsätzlich ist es so, das habe ich auch erst über mehrere Ecken und Situationen als Hypothese jetzt gefasst, dass der Öffi, den muss man sehr, sehr, sehr doll einladen und motivieren, einen auf Widersprüche hinzuweisen. Der ist so eingeschossen auf sein Mantra, sagt allen die Wahrheit, aber so, dass sie auch gern hören, dass der das entweder so formuliert, dass die anderen ja den Waschlappen in der Aussage gar nicht wahrnehmen, oder packt den Waschlappen da irgendwie nicht mit rein. Und so habe ich eben in diesen Gesprächen mit ihm festgestellt, dass er tatsächlich Dinge teilweise ein bisschen kritischer sieht, als er manchmal so direkt sagt, obwohl das Format ist, wir beiden uns gegenseitig das Irrtümer hin. Und ich nehme dich total beim Wort, Willen, dass du wirklich auf Irrtümer hingewiesen werden willst und auch gerne beweist, dass der Irrtum doch beim anderen liegt. Insofern würde ich dich einladen, den Öffi richtig, richtig krass einzuladen und nicht locker zu lassen. Der ist da ein bisschen schwerfällig, was es angeht, uns kritisieren zu kommen. Und dann habe ich noch so ein, was ich gerne besprechen würde. Also, so wie ich den Öffi verstanden habe, er hat einen sehr originellen Ansatz vom Konsens. Also er hat, glaube ich, einerseits den fundierten Konsens und den kann er im Moment nur mit sich alleine haben, weil er der einzige Schenker ist. Und ich glaube, der Konsens läuft so, dass er quasi nicht mit jemand anders einen Konsens machen kann, der den Öffi daran hindert, sein Gewissen zu folgen. Also, hört ihr mich noch? Ja, alles gut. Ah, toll. Okay, mein Kopfhörer hat sich was verändert. Also, das kann der Öffi wahrscheinlich besser erklären, aber was damit dranhängt ist, dass, das habe ich so erlebt jetzt, als ich da zu Besuch war, in Stadt Allendorf, oder Öffi mit seiner Familie und einem anderen Menschen zusammenlebt, dass scheinbar der Öffi irgendwann mal einen Konsens mit den Leuten da getroffen hat und im Lauf der Zeit, laut Öffi, haben die Leute in ihrem Hirn sich das so zurechtgebogen, dass der Konsens ein bisschen anders ist und wiederholen das immer wieder. Und der Öffi, konstruktiv gepolt, wie er ist, anstatt jetzt, wo es vielleicht nicht unbedingt zwingend nötig ist und insgesamt Energie verschleißt, mit den Leuten in die Debatte zu gehen, was der wirkliche Konsens war, lässt sie immer labern und die glauben immer mehr dran und steigern sich immer mehr rein und vielleicht dehnen sie den Konsens immer weiter zu ihrem Vorteil. Und das findet der Öffi aber effizient, wo er auch stattdessen sagen könnte, hey, nee, bei der ersten Gelegenheit könnte er sagen, hey, das und das ist der Konsens und das ist jetzt gerade nicht wahr, was du sagst. Und er hält es für effektiv und ist es vielleicht auch. Ich habe da so ein manch
Meinungsänderungen erlebt bei mir. Das würde ich gern mit euch diskutieren, wenn es reinpasst. Na gut, ich hoffe, das macht alles Sinn und ich mache mein Mikro aus. Ja. Oh, jetzt habe ich hier doch ein ganz feines Pfeifen. Hört man mich jetzt sehr gut? Ist das der Ton jetzt wieder sehr okay? Also ich höre dich. Luis, hörst du ihn auch? Ja, danke. Okay. Ja, dann nur kurz die Mitteilung. Nach meinem jetzigen Redebeitrag werde ich dann das Bild stumm schalten und etwas in die gemütlichere Position gehen. Ich bin jetzt so in der anstrengenden, fleißigen Position. So, dann schalte ich mal meine Zeit ein. Also nicht wundern, wenn ich dann nur noch mit Ton dabei bin. Das reicht ja dann auch. So, dann fange ich mal an. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich es richtig alles verstanden habe, aber ich fange mal mit dem ersten an. So, das Thema mit dem Höchsten, da springe ich gleich auf das zweite Thema an. Esoteriker und so weiter. Ja, das Problem bei Esoterikern sehe ich halt darin, und da habe ich auch so einen Artikel ja gefunden dazu, wo eine Wissenschaftlerin oder irgendjemand da jedenfalls der gleichen Sichtweise war, nämlich, dass die Esoteriker sehr oft überzeugt sind, nach 3 Büchern über Esoterik schon das Allerhöchste erreicht zu haben und alles andere beurteilen zu können und quasi meine Aussage ist ja, das Höchste kann man nur erreichen, wenn man unheimlich viel arbeitet dran. Also der Öff hat viele Jahre an den Dingen gearbeitet. Ich habe Jahrzehnte knochenhart gearbeitet, 7 Tage die Woche, ungefähr 8 Stunden am Tag Wissenschaft gemacht, geschrieben, gelesen, alles studiert und 30 Jahre bei dem weltweit wichtigsten Denker, Professor Richard Dawkins, seine Arbeiten studiert und durchgearbeitet und so weiter. Und alles andere, zu denken, man könnte das Höchste erreichen ohne diesen riesigen Arbeitseinsatz, also mal mindestens den Arbeitseinsatz, den Öff in seinem Leben geleistet hat, ist einfach aus meiner Sicht eine reine Illusion. Wir haben ja über die Größenillusionen gesprochen. Und das macht die Esoteriker halt so ein bisschen problematisch, weil sie oft schon nach 3 Esoterikbüchern überzeugt sind, dass sie alles besser wissen als alle anderen und immer recht hätten. Und dann ein bisschen schwierig ist es, mit ihnen über Irrtümer zu sprechen. Ja, und dann hatte ich Öff einladen. Ja, das ist, es ist immer eingeladen. Ich mache es mal am Beispiel der doppelten Doppelschienigkeit. Ja, zum Beispiel, wir sehen ja, dass trotz des doppelten Doppelschienigkeitskonzeptes zum Beispiel ich stärker sage, ich vertraue mehr oder mir ist es wichtiger, jetzt positive Anreize zu setzen, zum Beispiel mit dem Konzept der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen zum Beispiel, also Politiker quasi danach zu messen, in einer Tabelle, in einer Stiftung Warentest-Tabelle mit 3 Absteigern, ja, also wenn dann 3 Bundesländer sind, die auf den Abstiegsplätzen sind, dann bedeutet das, dass sie das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand der Personen zerstören oder beschädigen, und deswegen gibt es dann vorgezogene Neuwahlen nach 1,5 Jahren oder je nachdem dann nach 2,5 oder 3,5 Jahren, sodass die Bürger nicht weiter leiden müssen unter einer schlechten Regierung. Ich setze also auf solche Belohnungs- oder Leckerli-Belohnungssysteme, und Öff setzt darauf, dass man mit einer Verantwortungsbildung den Charakter und die Persönlichkeit der Menschen so verändern und verbessern könnte, dass sie sich so verhalten, dass man daraus quasi Regeln und Gesetzmäßigkeiten für ein gutes Ganzes, großes Ganzes erzeugen könnte. Öff geht ja sogar so weit, dass er das bis auf die Weltrettung bezieht und auf die Klimathematik und so weiter. Und da sind wir sicherlich
gegenseitig der Meinung, dass der andere vielleicht ein klein wenig irrt, weil er auf seine Strategie setzt, aber dass diese Tatsache ist ja kein großes Problem, denn der darüberliegende Nenner ist ja, dass Öffer einfach versucht, mit seiner Strategie Gutes tun zu vermehren in der Menschheit und ich versuche mit der Anreizstrategie Gutes tun zu vermehren in der Menschheit. Also deswegen brauchen wir manche Dinge auch nicht unendlich auszudiskutieren, sondern wir müssen einfach gucken, was funktioniert. Wenn ich plötzlich sehen würde, dass der Öff dreimal mit jemandem redet und der ist plötzlich, tut nur noch Gutes und durchschaut seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer und ist total selbstkritisch und merkt, wie er die Menschheit bisher betrogen hat, dann sage ich, das funktioniert. Denn ich sehe ja auch, dass mein Weg im Moment ja auch nicht umwerfend funktioniert. Ne? Also wir haben es ja beide schwer. Ne? Ja, also von daher gebe ich jetzt weiter an den Herrn Wagner, genau, zu seiner Runde. Ja, danke schön an meine Vorredner mal wieder. Ja, ich gehe die 4 Punkte mal durch. Also erstens, wer kann uns sinnvoll kritisieren? Also da nehmen wir an, ich stehe allein in der Küche und mache was zu essen und ich bin dabei, den Salz- und Zuckerstreuer zu verwechseln und es korrigiert mich der blödeste Mitbewohner im Haus und sagt, das ist der Salzstreuer, nicht der Zucker. Dann kann er mich sinnvoll kritisieren, obwohl er vielleicht von seinen Kompetenzen und Fähigkeiten im Gesamtbild kaum was Vergleichbares bieten könnte. Wobei man muss dann sehen, wenn es darum ginge, also nicht, dass man solche Einzelkritik vorbringt, sondern dass es wirklich darum geht, die Regiefähigkeit, die Gesamtregiefähigkeit von jemandem zu beurteilen. Das ist natürlich so, dass das dann schon heikler wird. Also auch dann ist es so, dass jeder ja in so einer Kommune, auch wenn er die Kompetenz dessen, den er als einen der Ältesten einsetzt, gar nicht erfassen kann, dass er aber doch ja so viel eigenes Sinn erkennen und moralische Vertrauenswürdigkeitsbeurteilung aufbringen können muss, damit es für ihn eine mündige Entscheidung sein kann, den anderen als Ältesten einzusetzen. Das bringe ich ja immer auf den Spruch, entweder wir können eine Meinung uns selbst erarbeiten, oder wir müssen uns die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit dessen erarbeiten, an dessen Meinung wir uns halten, also den wir als Autorität einsetzen. Eins von beidem muss man aufbringen, um verantwortlich handlungsfähig zu sein als denkender Mensch. Und das kann dann durchaus bedeuten jetzt, dass, also was die Gesamtregiefähigkeit angeht, dass man da wirklich sagen kann, da müsste jemand diese Gesamtregiefähigkeit, diesen Überblick selbst auch haben oder besser haben, um bezüglich dieser Gesamtsteuerungskompetenz das beurteilen oder sich darüber stellen zu können. Also es geht ein Stück weit darum, was man kritisiert und wie der Kontext ist. Zu den Esoterikern, ja, also da ist es so, ich kann das sehr verstehen, wenn der Dylan sagt, Leute, die zu esoterisch sind, die rauben mir nur die Zeit, deshalb will ich mich gar nicht mit ihnen beschäftigen. Da sehe ich das Leben sehr differenziert jetzt nach meinen 30 Jahren, auch Versuch eben, ja, Kommune, Gemeinschaftsleben mit anderen Menschen auszuprobieren. Und ich komme zum Ergebnis, dass es zwar, wenn jemand esoterisch abgelenkt ist, das heißt, er richtet sich in seiner Steuerung zu sehr nach unreflektierten oder was weiß ich, aus irgendeiner geheimnisvollen Quelle geoffenbarten Wahrheiten, statt nach seinen Erfahrungen, seiner Vernunft, wirklich wissenschaftlicher Vernunft, dann kann man schlecht mit ihm eine Verantwortungssteuerung, auf entscheidender Ebene gestalten. Also ich könnte nicht jeden Esoteriker voll in den Schenker-Übungskonsens oder den Schenker-Menschheitsfamilienrat mit einbeziehen. Aber ansonsten ist die Frage sehr offen, mit wem könnte ich relativ eng zusammenleben und hätte unterm Strich Vorteile. Also nehmen wir an, da ist jemand, der ist völlig faul, völlig inkompetent, hat viele Fehler sonst, aber sitzt relativ schadlos rum. Er könnte ja auch schwerst behindert sein, sich kaum noch bewegen können. Aber entweder das oder er ist einfach strunzfaul.
Aber einmal, er richtet keinen Schaden an und einmal alle 3 Jahre putzt er einen Raum oder schenkt mir eine Tafel Schokolade. Dann, wenn er sonst keinen Schaden anrichtet, ist unterm Strich dieses Raumputzen oder die Tafel Schokolade schon ein Plus. Und ich habe immer auch gesagt, schickt mir ruhig 20 Pflegefälle, solange die harmlos sind, während mir einer, der als Vandale kommt und hier wirklich was kaputt macht oder Leute attackiert, für den ist es erheblich, also der belastet mich dann, ne? Also nicht alle kann ich in die höchste Regiekonferenz mit einbeziehen, aber jemand, der auch nur eine klitzekleine Kleinigkeit beisteuert, wenn er sonst unterm Strich nicht Schaden anrichtet, kann dadurch unterm Strich schon im Vorteil sein, dass ich dafür danken kann. Gandhi hat mal gesagt, für eine Schale Wasser, die dir jemand gibt, verneige dich schon 10-mal. Okay, das dazu. Soll ich mal zu den anderen Punkten noch weitermachen oder wollen wir erst die Runde weitergleichen? Ja, ich würde sagen, dass wir ganz normal jetzt im 4-Minuten-Takt weitermachen. Das jetzt erstmal Okay, los dann und wir hatte ich die machen ersten dann, beiden wir Punkte. kommen ja immer wieder. Ja, genau. Dann hatte ich die ersten beiden Punkte, da hatte ich jetzt was zu gesagt. Zudem, dass ich gerne konstruktiv bin statt kritisierend und meine Art von Konsensumgang, sage ich dann in meiner nächsten Runde was. Ich reiche weiter an den Luis. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Das ist ja spannend. Der hat sich jetzt, glaube ich, rauskatapultiert. Tabadam, Ihr tabadam. Anruf wird gehalten. Ich Bitte rufe warten ihn Sie einen Moment. nochmal an. Das ist besser. Danke. Ich kann auch verstehen, dass man die Esoteriker anstrengend findet. Und ja, ich kann es auch verstehen, dass da Arbeit hinter deinem Wissensanhäufen liegt. Und da habe ich auch großen Respekt vor. Und ich finde ja, das mit den 5% genial und die Wohlfühlstimme genial und noch einiges, was mir gar nicht einfällt. Aber die Feinheit ist halt, ja, ob man deswegen überhaupt dich nicht kritisieren darf oder schon. Da bin ich sehr neugierig, was du sagen wirst, Dylan. Und ja, auch mit den Esoterikern. Ein Grund, warum mir das wichtig ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, in den verschiedenen konfliktähnlichen Situationen, dass du aus meiner Sicht an Stellen ein bisschen ruppig wirst, wo es interessant gewesen wäre, wenn es dann weitergegangen wäre, was dann passiert. Ich werde auch, ich glaube, jede Stelle, wo ich ruppig werde, würde ich lieber nicht ruppig werden. Und trotzdem finde ich auch wertvoll, Dylan, wie du halt sagst, die Leute quasi schnell auszusortieren, aber das könnte man halt auch, also man könnte sie quasi mit den Ansprüchen konfrontieren und irgendwie auch performieren, prüfen oder das nicht verdrängen, weil es zu unangenehm ist, wie es mir vielleicht tendenziell passieren kann, also weil es so enttäuschend sein kann. Aber ja, ich habe da das Gefühl, dass zu schnell Gräben entstehen, die oder wo es dann, wo es interessant wäre, wie es weitergegangen wäre, wenn die Gräben nicht da wären. Genau, insofern bin ich eigentlich nur jetzt neugierig, wenn wir genauer aufs Thema eingehen, also speziell Google, was wir jetzt zu dem, was irgendwie ein bisschen besser auf den Punkt gebracht hat, als ich gesagt. Ich mache mich so um danke. Ja, dann muss ich hier die Zeit neu starten. Moment, 3, 4, so. Ihr hört mich wieder gut? Öff, nicken, ja? Ja, wenn du so sprichst, ist super. Ja, sehr gut. Ja, dann lege ich mal los. Ja, also genau das ist halt auch der Punkt. Zum Beispiel mit dem Konfrontieren, das kann man eben unterschiedlich sehen. Und ich sehe es eben aus dem Grunde so, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass das, was wir vorhaben, die Kommune, das Bild werde ich gleich mal einblenden, dann, also unsere ideale Kommune und superglückliche Kommune, ich gucke gerade mal, wo ich das Bild so auf die Schnelle finde. Ja, hier, da haben wir. Ach so, hier kann ich übrigens den Luis, ich zeige das mal. Hier zeige ich den Luis, hier bin ich, da
Da bin ich nochmal und hier ist Öff, der ist aber ja genauso gut im Bilde. Hier haben wir unsere Annonce, ja. Dass solch eine super glückliche Kommune meiner Erfahrung nach das Schwierigste ist, was überhaupt geht. Und meine These ist, wir brauchen nicht die kaputtesten Menschen dazu, sondern die am wenigsten zerstörten Menschen. Wir brauchen also nicht die krassesten Kapitalismusopfer dafür, sondern die, die trotz des Kapitalismus und trotz der Sozialisation im Kapitalismus immer noch sagen können, oh, ich bin bereit, ich bin neugierig, ich bin bereit, von anderen zu lernen, die Jahrzehnte daran gearbeitet haben. Oh, ich habe Richard Dawkins nicht gekannt, aber ich bin bereit, auch da zu lernen von dem angeblich weltweit wichtigsten Denker vor dem Weltrat. Der Weltrat sieht sich ja in der Tradition von Richard Dawkins. Und also diese Fähigkeit von Menschen, wirklich lernen zu wollen, von denen, die viel gearbeitet haben, ja, so wie jede Biene bereit ist, von den Bienen, die auf dem hart gearbeitet haben, draußen eine tolle Futterquelle gefunden haben, die machen dann ihren Schwänzeltanz und informieren die anderen und die anderen sind lern- und wissbegierig und möchten und lesen diesen Schwänzeltanz und fliegen selbstverständlich dann fleißig dorthin, wo diese tolle Futterquelle ist. Also dieses Lernen wollen und lernen können von anderen, wenn man schon nicht selbst Jahrzehnte an den Dingen in die Tiefe gegangen ist, sozusagen, das ist das, was die Minimalvoraussetzung für die super glückliche Kommune aus meiner Sicht ist. Und wir können dort, ich sag's mal hart, wir können dort nicht die zerstörtesten des Kapitalismus gebrauchen, die quasi durch den Kapitalismus aufgehetzt wurden, größenwahnsinnig zu sein, irgendwie auf jeden Fall völlig falsche Vorstellungen von sich selber zu haben, unrealistische Selbstbilder zu haben, und so weiter. Und genau die Leute, die gerade mal drei Bücher gelesen haben und dann denken, sie könnten allen anderen sagen, wo es lang geht und wie die Welt funktioniert, solche Illusionisten sind einfach leider, also da ist es wohl sinnvoll aus meiner Sicht, die möglichst schnell die Spreu vom Weizen zu trennen. Und auch mit den Besten der Welt ist es immer noch schwierig, so eine super glückliche Kommune hinzukriegen. Und das ist leider auch in der, ja, letztendlich in der Politik so ähnlich, wobei wir jetzt ja die Partei, wobei die jetzt so ein guter Kompromiss ist und vielleicht das noch als letzter Gedanke, weil ich jetzt denke, ich habe nämlich die Uhr jetzt nicht richtig laufen gehabt, aber ich denke, meine Zeit dürfte gleich rum sein. Aber ich zeige gerade nur noch mal schnell, was jetzt zum Beispiel auch alles, wie ausführlich das jetzt in der Homepage der Partei steht, mit der freien Argumentekultur und so weiter. Und dass wir uns eben auf repräsentative Wählerstichproben beziehen. Also es ist einfach, wir brauchen sowohl für die Politik als auch für die super glückliche Kommune die Besten der Besten und nicht die chaotischsten der chaotischsten und die zerstörtesten Psychen der zerstörtesten Psychen. Und da ich davon überzeugt bin, sage ich, wir müssen die Spreu vom Weizen relativ schnell trennen, aber Öff versucht es mit der sanfteren Strategie. Und wenn er damit plötzlich Leute beibringt und die sich dann plötzlich doch als konstruktiv erweisen, da freue ich mich doch, ne? Da bin ich doch dann begeistert. Ich glaube nur selbst nicht dran. Und ich versuche es auch draußen zum Beispiel, dass ich versuche, gerade mit den Schwierigsten der Schwierigsten dann einfach auch keine Zeit mehr zu vergeuden. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön an die Vorredner. Und ich greife doch das jetzt nochmal auf, was da gerade gesagt wurde. Also ich bringe es für mich so auf den Punkt, wir brauchen für die Regie, also für diese globale Verantwortungsregie, was der Dylan gerne ozeanisches Einheitsbewusstsein nennt, diese Verbundenheit mit dem Ganzen, um da auch alles berücksichtigen oder verantwortlich damit umgehen zu können. Was ich gerne als Weiterführung und positive Begriffsgestaltung für das Post-Conventional
Level als Spirit Identification Level bezeichnen, dass der Mensch sich mit seiner Vernunftseele so identifiziert, dass es ein höherer Flash ist als was weiß ich, irgendwie der beste Orgasmus. Also das sind eben so Akzente, wo ich sage, ja, wir brauchen für diese Regie und als Motoren, als Ansaugmotoren auch für die anderen alle, für die Masse, für die Menschheit, brauchen wir die Besten, keine Frage. Aber von denen, die vielleicht recht wenig können, was kann uns dabei alles schon hilfreich sein an Unterstützung? Hatte ich ja gesagt, die Schale Wasser, wenn Dylan plötzlich eine super heiße Frau über den Weg läuft, die sagt, sie ist ein Fan und hilft ihm und unterstützt ihn. Aber nehmen wir auch mal irgendeinen ziemlich dummen Menschen, und solche Situationen hatte ich schon erlebt, der aber meint, oh, ich habe das Gefühl, du bist ein ehrlicher, guter Mensch, ne, und ich würde dich gerne unterstützen. Da kommt ein anderer und will gerade einen umhauen und er stellt sich dazwischen und verteidigt einen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, das für den Weg die Besten an die Regie zu bekommen oder zumindest die ausreichend Verantwortungsfähigen, die mit ozeanischem Einheitsbewusstsein oder Spirit Identification Level. Um das hinzubekommen, kann drumherum eine ganze Schar von Unterstützern und auch zum Teil schon Mitlebenden in Kommunen, wenn man mit denen eben konstruktiv genug umgeht, also sie nicht wegstößt, sondern sagt, hier komm, mit einem kleinen Beitrag, während du nicht auf schlimmere Weise so einen Schaden anrichtest, kannst du unterm Strich ein Plus darstellen, ne? Also komm her und trage dein Schärflein bei für die gute Entwicklung. Das kann und kann insgesamt stimmig sein, so damit umzugehen. Und ja, damit komme ich zum dritten Punkt, der berührt sich damit. Also erstmal sage ich mal, oder nee, kommt hinterher. Der dritte Punkt ist, warum ist der Earth so konstruktiv, so hartnäckig und zäh, konstruktiv eingestellt, statt kritisierend oder das Negative, die Fehler oder was weiß ich, bei anderen so herauszukehren. Ich sage gleich, ich finde das toll unter Menschen, die so eingestellt sind, also wie wir es ja hier auch miteinander sein wollen, dass man sagt, sag mir meine Irrtümer, ich versuche dir deine zu sagen, weil wir sehen so konstruktive, so auch liebevoll verbundene Kritik, sehen wir als eines der größten Geschenke, als die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also ganz toll, wenn Menschen so drauf sind. Und trotzdem glaube ich, dass in allen zwischenmenschlichen Begegnungen, auch bei dem Versuch, so miteinander auf den Weg zu gehen, zu so einer Kommunegemeinschaft. Ich drücke so aus, also in Schenker-Bewegung haben wir in 30 Jahren da eine bestimmte Umgangskultur mit Konflikten als Möglichkeit, als Methode, als Methodenwerkzeug oder Werkzeugkasten entwickelt. Die gewaltfreie Kommunikations- und Konfliktkultur. Also erstens ein Mensch ein Wort, zweitens Vernunft bzw. Argumente zählen, in Klammern heißt so viel wie das Wohl des Ganzen, soll auch wirklich der entscheidende Maßstab sein. Drittens keine Kritik hinterm Rücken und viertens bei Konflikten wenden wir die Konfliktbearbeitungsmethoden an. Unter anderem, dass die zwei erstmal versuchen, es miteinander zu klären und dann Konflikthelfer dazu nehmen, bis es vielleicht sogar vor die Gesamtgruppe gebracht wird. Das ist wenig an einmal eins. Trotzdem glaube ich, das sind extrem effektive Methoden. Und wenn man sie anwendet, kommt man damit auch zu genialen Erfolgen. Und man kann sie anwenden. Also es könnte jemand in Schenker-Bewegung darauf beharren, hier, da ist ein Konflikt. Ich will jetzt zum Beispiel, dass die Methoden angewendet werden. Aber ich glaube, ein übergeordneter Maßstab kann immer sein, welches Verhalten von mir, auch wenn es Probleme und Konflikte gibt, dient der großen gemeinsamen Sache, der Verantwortungsentwicklung für alle, der Kommunebildung, der Weltheilung. Welches Verhalten dient dem am meisten? Also einen Konflikt dann festzuzurren und ihn so richtig mit dem Hammer abzuklopfen, so zack, 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 wie sieht das jetzt hier aus? Die Argumente werden jetzt alle durchgeklopft. Oder hinzugehen und sich zu fragen, ist es vielleicht besser, weil das kann jetzt wehtun, es kann Verkantungen bringen, ist es vielleicht besser, mit dem anderen Menschen gemeinsam zu schauen auf das, was uns alles verbindet und was jeder so vielleicht auch auf verschiedenen Schienen an extrem gutem beisteuern kann, also Synergien miteinander zu entwickeln. Und vielleicht braucht man eines Tages dann über die Konflikte gar nicht mehr reden oder man kann so über die Konflikte reden, dass es nicht vermeidbar oder ungünstig Geschirr zerschmeißt, sondern dass die Voraussetzungen dafür am passendsten und am harmonischsten auch sind. Und der FF ist tatsächlich hardcore konstruktiv eingestellt.
Also immer gucken, dass auf jeden Fall nicht auch im Umgang mit Konflikten was gemacht wird, was dem gemeinsamen Guten, der gemeinsamen guten Entwicklung vielleicht unterm Strich eher Schaden zufügen könnte, als Vorteile bringen könnte. Ja, es hat geklingelt zwischendurch, deshalb gebe ich erstmal weiter. Ja, danke schön. Ich habe eigentlich nicht viel Neues zu sagen. Ich wäre total neugierig, wenn der Film so richtig detailliert auf diese Punkte eingeht. Gleich kriege ich anscheinend so eine Lieferung Essen. Dann bin ich kurz im Gespräch, wenn ich die entgegennehme, Reste eines Supermarkts. Ich gehe einfach mal weiter. Bis dann. Ja, ich hoffe, man hört mich gut. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich ja, wenn Öff mit der sanften Strategie, dass es vielleicht an bestimmten Punkten, also wenn jemand sich, sagen wir mal, anständig verhält in der Kommune, die nette Frau, die sich nett verhält, aber vielleicht bestimmte Irrtümer im Kopf hat, dann würde ich die vielleicht auch nicht direkt ansprechen und nicht direkt konfrontieren. Aber zum Beispiel, wenn mich jemand beleidigt oder angreift oder irgendwie sonst rum nervig sich verhält, dann neige ich natürlich schneller zum Konfrontieren und um da die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, aber ich wünsche mir ja, dass der Öff zum Beispiel mit dem sanften Weg plötzlich, wenn er plötzlich zeigt, dass er 3, 4, 5 neue Leute bringt und da plötzlich lauter tolle Dinge sich nach und nach entwickeln, dann hat wer heilt, hat recht. Also wer da wirklich was in Gang bringt, hat recht. Und wenn Öff es schafft, auch über die Verantwortungsbildung, dass sich das gute Tun in der Menschheit dadurch zügig mehrt und ich das sehe, dass diese Strategie erfolgreich ist, vielleicht gehe ich dann sogar selber auf diese Strategie, ja? Aber ich selbst im Moment neige ich noch dazu zu sagen, okay, ich will quasi, dass Politiker gezielt belohnt werden, wenn sie für uns Menschen dienen und Politiker eher negativ sanktioniert werden und abgewählt werden, wenn sie uns Menschen nicht und dem Gemeinwohl damit nicht bestmöglich dienen. Ja, also insofern ist es also sozusagen, und man wird sehen, welche Strategie einfach am schnellsten sowohl für die Superkommune, die superglückliche Kommune, Leute beibringt in großer Zahl. Und ich sehe es, dass wir es beide schwer haben. Also mir gelingt es auch nicht, einfach so neue, haben mehrere Leute sozusagen hier gelesen, also von dieser Parteigeschichte hier, ich zeige das gerade nochmal hier, die haben das gelesen, das gibt es jetzt auf einem Plakat. Ich werde ab Montag dann also so bei der Stadt Köln einen Dauerstand beantragen für die Partei quasi, weil das ist ja kostenlos für Parteien. Aber hier zum Beispiel, das haben die dann auch gelesen, die Leute heute, und waren sehr angetan davon, zum Beispiel auch von diesem Abschnitt. Diese Partei ist die erste wirklich basisdemokratische Partei der Welt, weil sie die Welt auffordert. Widersprechen Sie den Argumenten für das PDG-Wahlprogramm in Talkshows, per Telefon oder online mit guten Argumenten im Sinne der freien Argumentekultur. Wo sind die Argumente für Gemeinwohlwirtschaft? Irrtümer? Fragezeichen. Welche kompetenten Experten der Welt widersprechen mit welchen Argumenten den Argumenten für Gemeinwohlwirtschaft? Die PDG richtet sich beim Wahlprogramm nach den Ergebnissen von repräsentativen Wählerstichproben, zusammengestellt von professionellen Wahl-, Meinungs- und Marktforschungsinstituten, weil alles andere keine Basisdemokratie wäre. Nachdem eine repräsentative Wählerstichprobe die Argumente für gemeinwohlwirtschaftliche Reformen kennengelernt hatte, hatte das gemeinwohlwirtschaftliche Reformenprogramm
circa 23 bis 35% Vorsprung vor dem zweitbeliebtesten Programm, SPD-Programm, und noch sehr viel mehr Vorsprung vor den Programmen der anderen Großparteien, CDU, Grüne, FDP, Linke. Bitte Kontakt aufnehmen, siehe Impressum. Das heißt also, keine Partei auf der Welt, meine Zeit ist leider schon wieder um, keine Partei auf der Welt fordert ernsthaft die Leute auf, kommt her und kritisiert unser Programm mit guten Argumenten, ne? Und wir gehen dann nach der Argumentequalität. Das macht nur diese Partei. Und trotzdem sage ich abschließend, wir werden sehen, wenn der Öff mit seinen Strategien plötzlich ganz viel erreicht, dann werde ich wahrscheinlich sofort auch auf seine Strategie umschwenken. Wenn es mir gelingt, über die Partei und die Anreize und so weiter plötzlich zu drastischen Änderungen zu kommen, dann wird der Öff wahrscheinlich auch da plötzlich ein bisschen mehr noch an dieser Schiene mithelfen. Also insofern sehe ich da keine Probleme, sondern wir ergänzen uns und fahren zwei positiv zueinander passende Strategien, denn der oberste Satz über allem ist der, der auch hier steht. Letzter Satz hier, gutes Tun hier. Der oberste Satz ist: einzig wirklich echtes gutes Tun. Darum geht's ja, das zu mehren, egal wie. Es ist mir egal wie. Hauptsache, es wird gemehrt. Ich gebe weiter an Öff. Ja, ganz herzlichen Dank. Und erstmal will ich schon sagen, dieser Ansatz, wir tun wirklich nach Kräften, was Gutes bringt in der Welt, was so eine Heilung bringen kann, eine Umkehr zu verantwortlicher Entwicklung, bevor wir uns vielleicht hier die Lebensgrundlagen versauen, die große Zerstörung anrichten. Also das ist ja das zentrale Anliegen und dass wir uns dafür engagieren. Also da haben wir eine riesige Verbundenheit im entscheidendsten Grundanliegen. Und dass wir eben nicht sagen, wir picken uns ein bisschen was raus als Gewissensalibi, und dann leben wir das verkehrte Leben einfach so weiter mit und kümmern uns um nichts, sondern wir haben den Ehrgeiz, das Beste herauszufinden. Also das, was wirklich eine Lösung sein könnte, vielleicht gibt es die ja gar nicht, das ist uns alles auch bewusst. Vielleicht greift die beste Logik nicht. Vielleicht gibt es keine Logik, die greifen kann. Aber wir versuchen das Beste und die echte Lösung, den Ausweg, die Verantwortungsrettung uns auszudenken und da auch Schienen zu kombinieren. Also da sage ich auch, ne, also ich finde das genial, dass wir jetzt hier auch so zusammengefunden haben und die Schiene auch mit Belohnungsmechanismen zu arbeiten, die der Dillen stark tun, finde ich auf jeden Fall wertvoll und wir sollten uns da gegenseitig unterstützen. Also deshalb bin ich auch, egal ob es die Wohlfühlstimme angeht oder wenn sich da so Experimentalräume für schaffen lassen würden. Da sind wir auch im Gespräch mit anderen Leuten, auch Politikern von der Basis so und Leuten von der verfassunggebenden Versammlung, wo wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Experimente. Also die Experimente, egal ob sie bundesweit stattfinden oder was ich glaube, was noch greifbarer wäre, dass wir lokale begrenzte Experimentalräume aus dem Boden stampfen, selber die auch bilden und zeigen, wie könnte vielleicht das ein Auslösereffekt sein, ne? Dass das, was wirklich am meisten dem Gemeinwohl dient, was den Menschen gut tut, was das auch so greifbar, so kontrollierbar macht, so effektiv, dass es wirklich ja nicht mehr missbraucht werden kann oder man sich da nicht zu sehr drüber täuschen kann. Das sind Dinge, da müssen wir einfach ansetzen und ich unterstütze sowohl Wohlfühlstimme oder die Schaffung solcher Experimentalräume, dann vor allem eben auch die, ich sag mal, sowas wie die Hausarztkommune, die auch ein gutes Bindeglied sein kann, ohnehin dann zur aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, also auch dem, was das System verlässt, zur, wie es in unserer Anzeige heißt, glücklichsten aller Lebensformen, nämlich der ganzheitlich dann stimmigen Kommune, die wir bilden, die ohne fremdbestimmende Herrschaft, Verantwortungslosigkeit, zu engen Scheuklappenblick oder zu eingeengtes Interessenbewusstsein, ohne Abrechnung miteinander, so stattdessen menschheitsfamiliäres Teilen, also wo all das funktioniert. Da ist so eine Hausarztkommune aus meiner Sicht dann auch ein gutes Sprungbrett dahin. Also wir haben diese mehreren Schienen. Das ist toll, dass wir da zusammenwirken. Warum ist für mich die Verantwortungsbildung der Zentralschlüssel? Na, zum einen, weil wir als denkende Tiere eben zu Stärker mächtigen nach Gänsen rechts kommen. rücken, an den rechten Rand bitte rücken und dann noch Ja, mal neu ja. ansetzen den Satz. Ja, also zum einen, weil wir als denkende Tiere
zu richtigem Denken kommen müssen. Das ist eben der Grundmechanismus eigentlich, um uns auf Verantwortlichkeit einzustellen. Und auch die Belohnungsmechanismen oder diese Art von Steuerungssystemen setzen ja voraus, dass da Regisseure für da sind, die eben diese Systeme, auch die Gemeinwohlorientierung, die das schon wissen und die das als die Rahmensteuerung da einsetzen können. Das heißt, wir brauchen es nicht nur bei möglichst vielen Leuten, sondern wir brauchen auch bei denen, die die Belohnungskonzepte für die anderen, die es noch nicht vollständig begriffen haben, so anwenden, die da die Konzepte für entwickeln, da brauchen wir auf jeden Fall in den Regisseuren dieses Verantwortungsbewusstsein. Und dass die es machen, um der Verantwortlichkeit willen, also nicht korrumpierbar sind. Nicht, dass irgendeiner kommt und sagt, ich biete hier Geld und dann stellen wir die Belohnungssysteme doch wieder so ein, dass sie unsere Lobbyinteressen am meisten bedienen. Also das müssen ja nicht Korrupte im globalen Einheitsbewusstsein oder ozeanischen Einheitsbewusstsein oder im Spirit Identification Level aufgewachte Menschen sein. Ja, und ich sag mal so, tatsächlich ist ja auch wirklich die Frage, was kann Kippeffekte auslösen? Was kann wirklich so wie die Lawine, also der Schneeball, der die Lawine auslöst, wirklich so richtig lospowern? Und da finde ich natürlich, also ich mache mein eigenes Leben zum Versuchskaninchen-Experiment und ich finde es total faszinierend, dass ich immerhin schon Leute zusammenführen kann und anregen kann, wo sonst relativ wenig da ist eben. Also dass mit diesem Bewusstsein Menschen zusammenkommen. Also jetzt wir drei auch hier. Ne? Und ich sehe den Louis als ein ganz, ganz spannendes Experiment, weil zwar jetzt nicht so, dass er nur rumdüst durch die Gegend und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Also er kommt ab und zu noch zur Ruhe und erlebt auch ein paar andere schöne Dinge, die schon mit einer Gefahr sind, dass sie vielleicht ablenkend wirken. Aber der ist infiziert. Also und zwar mit dieser Art und Weise, dass er Schneeball sein kann. Denn er geht zu den Leuten und sagt, ja, hier am Anfang, da wurde mir auch schwindelig, als ich überlegt habe, was heißt jetzt dieses Bedenken über alles nach und wir gehen in die Verantwortungssteuerung, wir lassen uns nicht mehr fremdbestimmen von unverantwortlichen Menschen. Und wie ist das denn bei dir? Kann ich da mit dir drüber reden? Und wie siehst du das? Ist das nicht das Wichtigste? Ist das nicht die Steuerung, die wir gemeinsam so umsteuern müssen? Also er ist ein solcher Schneeball und im Moment finde ich noch nicht viele Schneebälle, aber die rollen dann schon mal. Und ich glaube, da ist wirklich die Power drin. Also wenn das mal ein Mensch an sich ranlässt, egal ob ihm noch zwischendurch schwindelig wird oder nicht, aber er wird es nicht verneinen können. Also diese Einzelbegegnungen, wo die Schneebälle andere anstoßen oder so etwas auch wie das Freie Argumente Kulturforum, also ich weise mal kurz schneller wieder darauf hin, ne? Also Leute, wenn ihr mit mir intensiv und gründlich in die Tiefe gehen wollt, freies Argumente Kulturforum, freie-argumente-kultur.de. Ja, also wer sich drauf einlässt, der kommt nicht mehr raus aus der Schlinge oder sagen wir besser aus dem Zuckerring, so in den er da fröhlich dann hineinspringen kann. Ne? Also von daher, da ist eine Power, die ist im Moment wie gehemmt oder wie hinter Vorhängen versteckt. Aber wenn wir genug Schneebälle zum Rollen kriegen und wenn wir die Bühne wie das Freie Argumente-Kulturforum, wenn das die Leute so ein bisschen reinsaugt, dann kann es knallen. Ne? Und deshalb denke ich mir, das ist sowas wie der Zentralschlüssel und da müssen wir mitmachen, was wir können. So, ne? Ja, ich gebe weiter. Ist der Louis dran? Ja, danke schön. Also, ich habe jetzt den zweiten Teil von Dillens Rede nicht gehört, weil ich da die Leckereien ausgehändigt bekommen habe. Ich finde jedenfalls sympathisch zu hören, wie du reagierst, Dillen, dass du halt, wenn du das bei Öffi feststellst, dass er mehr Leute heranbringt, dass du dann auch deine Taktik änderst. Ich wäre natürlich noch total neugierig, wie du zu dem anderen Punkt mit dem höchsten gehst. Und dann fände ich spannend, wenn der Öffi mir helfen würde, die anderen zwei Sachen in deutlichere Worte zu kleiden, die ich anfangs angesprochen habe. Ich habe noch so einen kleinen Mini-Aspekt. Also ich kann total gut verstehen, Dillen, dass du dir halt bei Leuten, die beleidigend und unangenehm sind, dass du die möglichst schnell quasi aus deinem Radius haben willst. Die Frage ist halt trotzdem, ob es irgendwie effizienter ist, sie dabei nicht zu beleidigen
Und wenn sie dann halt beim nächsten Mal wieder gut drauf sind und nicht beleidigt wurden, ob sie dann halt hilfsbereitere Impulse haben als so. Ja, und was es auch auf deine Kollegen quasi für Konsequenzen hat, wenn, wenn wir alle Leute ins Forum einladen und sagen, ja, da ist der Dillen und jetzt bin ich in der Partei und der hat voll die guten Konzepte mit den Reformen und dies und das. Also nimm's mir nicht übel, aber im Moment muss ich halt dazu sagen, dass, ja, dass du halt manchmal ein bisschen rau bist und also einfach um selber, ja, also ich habe letztens auch eine Rede kurz gehalten, wenn man das so nennen kann, bei der Basis und da habe ich halt auch erzählt, dass du da den Eindruck hast, dass die nicht die freie Argumentekultur zulassen. Ich habe dann auch mir von Stefan sonst was die Visitenkarte geben lassen und der meinte, dass quasi jeder alle Vorschläge machen kann. Ich nehme an, du hättest das noch gern ein bisschen aufgeschlossener von den Masterminds, aber jedenfalls rein theoretisch könnte ich dir den Kontakt weitergeben oder wir sprechen zu dritt oder wie auch immer und dann machst du dem nochmal die Vorschläge und dann erkennt er entweder, was du zu erkennen geglaubt hast, nämlich, dass da eine Unoffenheit ist oder du stellst fest, ja, ist doch offener, als du festgestellt hast. Jedenfalls, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich irgendwie halt den Titel Weltrat der Weisen, ich muss da immer dazu sagen, dass ich, ja, dass ich den Namen ein bisschen schwierig finde. Und gut, altes Thema und so weiter, aber ja, ich hoffe, das kam rüber, was ich sagen wollte und ich gebe mal weiter. Nee. Ja. Also, ich hoffe, man hört mich gut. FF, gell, wie gesagt, wenn du im Bild sein willst, immer nach rechts rücken im Moment, ja, weil so. Idee deutlicher oder lauter könnte hilfreich sein, ne? Aber du bist ja, nicht verständlich. Ne? Ich hoffe, dass es jetzt gut verständlich ist. So, und zwar, ja, also erst einmal dazu, ich meine, Louis hatte ja schon gesagt, dass er den Kontakt herstellen wollte, nochmal mit Extinction Rebellion und jetzt irgendwie mit die Basis. Ich höre der Worte wohl, aber mir fehlt der Glaube, denn diese Person, wenn diese Person wirklich aufgeschlossen wäre, warum ist diese Person von der Basis jetzt nicht hier und sagt, ich möchte hören, wie der Weltrat unsere Reformideen von der Basis Deutschland kritisiert und warum er sagt, dass die Partei sich schon ruiniert hat, weil diese Partei jetzt eigentlich schon von 10 Millionen Menschen wahrgenommen wurde und jetzt eigentlich 9,4 Millionen Menschen davon überzeugt hat, dass sie keine gute Wahl ist und dass deswegen sozusagen aus meiner Sicht die Partei schon jetzt schon kaputt ist. Ne? Da kommt nichts mehr. 1,5% zuletzt, 1,4, 1,3. Bei der Bundestagswahl war es ganz nah dem 1,3%. Berlin war 1,3. Da kommt nichts mehr. 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. Eine andere Partei hat in Österreich ist von 0 auf 5,7% gekommen und hat es geschafft. Und eine impfkritische Partei, MFG oder so ähnlich. Und also es zeigt, das geht, wenn man nicht so viele Fehler macht. Aber das ist eben der Punkt, dass ich eben sehe, aha, Extinction Rebellion, die wollen ja offensichtlich auch nicht wirklich hören, wo sie sich irren. Die Basisleute offensichtlich auch nicht. Die machen und auch die anderen kleinen Parteien nicht. Die habe ich alle auch nochmal angeschrieben und so herzlich eingeladen. Also dann müssen halt diese kleinen Parteien bei ihren 0,0% bleiben. Und deswegen gibt es ja jetzt die neue Partei des Gemeinwohls. Und von daher, also sozusagen, und jetzt denke ich nochmal an die Mittwochsabende, die Mittwochstalkshow, die Louis ja veranstaltet hatte. Zum Beispiel, wenn ich da an den eine Person denke, ja, die dann einfach nur, weil sie nicht ertragen konnte, dass ich eine andere Weltsicht habe als sie selber, dann einfach beleidigend wurde, da kann ich sagen, erfahrungsgemäß macht es da keinen Sinn, da irgendwas zu versuchen zu retten. Denn wenn jemand schon so weit weg ist
oder schon so durchmanipuliert ist durch kapitalistische, vorteilbringende Irrtümer, dass es in Ordnung sei, einfach so rauszurusen. Oder wenn ich hier im Internet so sehe, wie die Leute sozusagen, anstatt jemals ein Argument zu benutzen, ihr einziges Argument darin besteht, andere Leute zu beleidigen. Also mit solchen Menschen können wir weder die ideale Kommune hinkriegen, noch mit der Partei was anfangen und so weiter. Da kommen wir einfach nicht weiter. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, weil ich meine, wenn jemand zu zerstört ist, dann wird das nichts. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich sehr, wenn es dir gelingen würde, Luis, jemanden von der Basis wirklich in einen ernsthaften Kontakt zu bringen mit uns und dass der wirklich wissen will und erklärt bekommen will, warum die Basis sich so schwer tut jetzt mit einem großen Wahlerfolg, nämlich weil sie aus meiner Sicht das praktisch an allen Punkten alles verkehrt macht, ja auch gar keine Basisdemokratie praktiziert, sondern alles nur Pseudo ist. Ja, dann freue ich mich natürlich. Also jederzeit. Und wir können auch jederzeit dafür separate Talkshow-Termine ansetzen, mit Aufnahme, ohne Aufnahme, gerne alles Mögliche. Nur, ich glaube, mein Eindruck ist, dass das bei der Basis mittlerweile, dass da in Deutschland alles Alibi ist. Und sogar bei den Österreichern muss man fragen, wo sind die Österreicher heute? Wo sind die drei aus Österreich heute? Warum meinen die, sie hätten heute Abend Wichtigeres zu tun, als hier neue Ideen zu bekommen, wie die Dinge gehen? Und letzter Gedanke, nur ganz kurz, Öff, ich werde in der nächsten Runde sagen, wie das zum Beispiel, du hast die Experimentalräume angesprochen, wie ich diese Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung, wie man die jetzt schon als eine Art Umfrage experimentell versuchen könnte, so um dann so eine Art Hebel jetzt schon zu haben, wie du ja immer sagst. Das werde ich in der nächsten Runde machen, weil meine Zeit ja leider schon wieder um ist. Ich gebe weiter. Ja, danke schön an die Vorredner. Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Frage ist tatsächlich, warum sind die wichtigen Leute, also die, die auch an den Schalthebeln sitzen, warum sind die nicht in der freien Argumentekultur, beziehungsweise, wenn sie behaupten, sie wären dafür offen, warum sind sie nicht hier, um so Gesprächsangebote dann aufzunehmen, Argumente zu prüfen, für zentrale Punkte, die wir einbringen, die wir auf den Tisch bringen wollen. Ich nenne nur ein paar, und da kann man jetzt genauso sehen, die Leute von Extinction Rebellion sind ausgewichen, haben eher dann geguckt, wie konnten sie Dinge ins Persönliche ziehen. Ad hominem Angriffe, wo man auf die Inhalte, auf die Konzeptinhalte nicht bereit war einzugehen, die überhaupt auch nur zu prüfen, hat man nicht gemacht. Bei der Basis, wir haben ja auch in deren Forum reingeschrieben, die Einladung gesprochen. Einer hat ja sogar gesagt, ja, er denkt, das wollen sie und kam mal kurz ins Forum. Hat aber auch nicht erkennbar jetzt die Zähigkeit oder das Durchhaltevermögen aufgebracht, um an so zentrale Überschriften ranzukommen, wie wir sie ja versuchen auf den Tisch zu bringen. Ich nenne ein paar. Also erstmal, inwiefern ist die freie Argumentekultur wirklich rund zu denken, also gründlich anzuwenden, also so, dass man guckt, welche Expertenmeinung gibt es alle und wie kriegen wir die alle mal mit in die Prüfung rein, statt wieder verengt irgendwelche Lieblingsideologien einfach festzusetzen. Also das wäre die erste und grundlegendste Überschrift. Ich kann nicht erkennen, dass die Leute bereit sind, darüber mit nachzudenken. Würden sie es tun, dann würde doch bestimmt so etwas, also jetzt wie, ja, was ist Basisdemokratie oder was kann verantwortliche Demokratie oder Gesellschaftssteuerung in den Entscheidungsstrukturen, wie kann das aussehen? Und solche Fragen, wie wir oder ich sie dann einbringe, brauchen wir dafür nicht Verantwortungsreife? Ist es nicht so, dass uns weder die Politiker, wenn wir irgendwelche Politiker jetzt austauschen, oder wir machen Bürgerversammlungen mit ausgelosten Bürgern und die Politiker lassen sich kaufen und die Bürger lassen sich bestechen von kurzfristigen Konsumversprechungen. Ist es nicht so, dass wir so keine Verantwortlichkeit da reinkriegen, sondern da nach wirklicher Verantwortungskompetenz gehen müssen, also schauen müssen, was ist Verantwortungsreife bei den Einzelnen, bei den Wählern, bei den dann gewählten Politikern und dass wir danach wirklich gehen müssen, nach solchen Verantwortungsfähigkeitskriterien.
Also so eine Basisdemokratie, die auf Verantwortungsfähigkeit beruht, die dann auch die nötige Weite kriegt, also dass die Kinder der Zukunft als Mitbetroffene und als in den Stimmen auch mit zu berücksichtigende demokratische Teilnehmer irgendwie integriert werden müssen, erfasst werden müssen, was ich Menschheitskonsensdemokratie nenne. Dann die Frage mit der Wohlfühlstimme als sozusagen ökonomische Basisdemokratie, dass die Menschen wirklich unten zeigen, also überhaupt erstmal selbst bereit sind, ihr langfristiges Wohlergehen über den Augenblickskick, den Suchtkick vielleicht zu stellen. Aber dann, dass so etwas gemessen wird und auch zur zentralen Steuerungsmethode für die ganze Wirtschaft gemacht wird. Wo ist die Bereitschaft, sich auf diese Überschrift mit einzulassen? Und dann die Frage nach der Kommune. Wäre das nicht die glücklichste Lebensform? Was entspricht denn unserem ganzheitlichen Menschsein? Was ist von den Wurzeln her, auch in der Geschichte der Menschheitsentwicklung? Was sind da erkennbare Voraussetzungen für Glücklichsein, auch gemeinschaftliches Glücklichsein, die wir nicht außer Kraft setzen dürfen oder nicht übergehen dürfen, nicht kaputt machen dürfen, wenn wir wirkliche Glücksformen des Lebens finden wollen? Wo ist die Bereitschaft derer, die vielleicht sogar sagen, sie sind offen für freie Argumentekultur, sich auf solche Überschriften, die wir ja, denke ich, ziemlich deutlich zum Vortrag bringen und als Angebot des Nachdenkens machen, wo ist die Bereitschaft, jetzt da über die Sache sich dann da auseinanderzusetzen? Und ja, insofern, ich glaube wirklich, dass diese Offenheit des Denkens, dieser Ehrgeiz auch, oder ich sage immer, die einzige Sucht in Anführungszeichen, die uns nicht kaputt macht und nicht ablenkt von den wichtigen und richtig guten Dingen, ist die Sucht, berauscht euch an der nüchternen Trunkenheit des Geistes, Drogen haben noch jeden betrogen, Legalize einen klaren Kopf, Legalize die Fähigkeit oder die tiefe Sehnsucht, mit unserer Vernunftseele uns zu vereinen, im Blick auf den Sinn des Ganzen. Also das Puzzle, das große Weltpuzzle, wirklich so zusammenzusetzen, wie die Teile auch zusammenpassen können und nicht uns hier und da was zurechtzustückeln, um in irgendwelchen Ecken nur unsere Lieblingsmotive dahin gestückelt zu bekommen. Ja, also da muss wirklich was knacken, da muss was aufbrechen, da muss eine andere Art von Umstellung passieren, als das nur so ist im Moment mit irgendwelchen Parteiversuchen, die doch zu halbherzig dafür sind oder irgendwelchen zu halbherzigen Reformprogrammen. Okay, das mal dazu. Also in der nächsten Runde würde ich vielleicht dann noch, also Luis hat gemeint, die vier Themen. Wir hatten schon das mit der Kritik, ne? Wer kann welche Kritik äußern? Wie ist das sinnvoll mit umzugehen? Kaisers neue Kleider und so. Wir hatten das mit den Esoterikern. Inwiefern kann man mit ihnen oder Menschen, die sonst nicht viel drauf haben, schon was anfangen, wenn sie harmlos sind und Kleinigkeiten beisteuern können? Wir hatten das mit dem konstruktiv statt Fehler festnageln. Inwiefern bringt uns der Umgang mit Konflikten etwas mit Blick darauf, was im Ganzen möglichst heilsam für alle wirkt? Und übrig geblieben ist das noch ein Stück weit mit dem Konsens. Das würde ich dann, also wenn ihr nicht zu spannende Dinge jetzt in der Zwischenrunde, in euren Zwischenbeiträgen sagt, würde ich in meinem nächsten Beitrag noch sagen. Ich gebe weiter. Ja, danke. Also, ich wäre halt noch sehr neugierig, wenn der Willen die Sache mit dem Höchsten adressieren würde. Und also ich habe den Menschen von der Basis nicht hierher eingeladen, sondern ich habe einfach ihn gefragt und das klang halt so, als ob er interessiert wäre, sich an den Vorschlägen beziehungsweise, dass er halt meint, man kann Sachen vorschlagen. So, also ich habe erzählt, dass ich gehört habe, dass nicht alle Ideen auf dem Tisch sind, unter denen dann die Parteimitglieder abstimmen können. Und er meinte, jeder kann halt alles vorschlagen. Das ist natürlich noch mal was anderes, als sich total Schüler aufgeschlossen lange Erklärungen anzuhören. Auf den ersten Blick, aber langfristig wird es da darauf hinauslaufen vielleicht. Jedenfalls den Kontakt habe ich. Und den kann ich weitergeben und ansonsten können wir halt zu dritt sprechen oder ich kann Übersetzer sein und da vermitteln. Die Sache mit Extinction Rebellion, also ich bin seitdem mehr auf Abstand, habe eigentlich kaum noch Berührungspunkte. Aber was ich damals meinte, war,
dass du dir einen Account machen könntest, Dylan, dass ich dich einladen könnte in die Chat-Plattform, die die haben. Und auch, dass ich das in einem Post bewerben könnte und dass wir da zusammenarbeiten könnten. Und ja, meine Hoffnung war möglicherweise, ich erinnere mich nicht ganz genau an die Ausgangssituation, aus der ich sprach, dass man da halt Leute finden könnte, die, ja, die das auch wertschätzen und dann bewerben. Aber da habe ich halt bei den Kontakten, die mir eigentlich mal nahe waren, halt schon damals gescheiterte Versuche unternommen. Und das ist eins von vielen frustrierenden Gebieten. Ja, so, dann habe ich wieder mal alles gesagt, glaube ich, und gebe weiter rein. Ja, dann gucke ich mal. Also, ja, wie gesagt, ich hatte ja damals gesagt, dass ich hoch interessiert bin da mit, bei Extinction Rebellion, aber hatte dann auch nichts mehr weiter gehört, also von wegen diesem Link für das Forum und so weiter, ja. Und dann dieser Herr von der Basis, der bei uns im Forum war, den habe ich so erlebt, dass der gekommen ist, um eigentlich zu zeigen, dass diese bei der Basis genannte Offenheit gar nicht existiert. der war ja völlig desinteressiert, wirklich Dinge zu auszutauschen oder die Argumente auszutauschen oder konkret über Parteiprogramm. Und jetzt bin ich, ja, ich, wie gesagt, das wäre toll, wenn du da Kontakt herstellen könntest zu diesem neuerlichen Herrn von der Basis, weil diese Aussage, jeder könne alles einbringen, ja, das haben zum Beispiel die Mitglieder von der Basis selbst ganz anders erlebt. Zum Beispiel die Frau Mesti hatte das eingebracht, hatte ein ganz tolles Schilderung ihrer Vision mit der Wohlfühlstimme und mit Gemeinwohlwirtschaft und so weiter eingebracht. Und das wurde an niemanden weitergeleitet. Es wurde niemals darüber abgestimmt. Es wurde nichts davon gemacht, sondern stattdessen hat man anstatt Argumente für eine bestimmte Sache, hat man, was weiß ich, so oberflächliche Dinge wie Tempolimit, ja oder nein oder sowas, glaube ich, konsensieren lassen, anstatt darüber, warum denn, mit welchem Argument, wo sind denn die Argumente pro und contra und so weiter. Man hat also eigentlich auch gar nicht auch auf die Argumente-Ebene gegangen. Und ich habe es hier nochmal aufgeschlagen hier, dass diese Partei wirklich, es geht ja um die Argumente und man muss auch den Wählern die Argumente pro und contra nennen, bevor sie entscheiden. Es bringt nichts zu sagen, bist du für A oder bist du für B, wenn die Leute gar keine, die Argumente, die für A sprechen, weder kennen, noch die Argumente, die für B sprechen, kennen. Was soll da kommen, außer eine irgendwo durch Manipulationen gelenkte, unsachliche Entscheidung, ja? Und jetzt komme ich aber noch mal kurz zu dem, was ich versprochen habe. Übrigens mit dem Höchsten, da weiß ich nicht, was da noch unklar ist. Vielleicht nochmal ansprechen, wo ich darauf eingehen soll noch. Und jetzt also nochmal zu diesen Experimenten, zu den Hebeln. Ja, und ich habe halt lang überlegt, also das, was am ehesten gehen würde, ist, dass diese Umfragen, die die Frau Grimmenstein zum Beispiel macht, die Gemeinwohllobby macht, dass man das machen könnte, dass man eben sagen würde, wir machen eine Blick-Zurück-Technik. Wenn Sie jetzt 3 oder 6 oder 12 Monate, muss man mal ausprobieren, was das Beste ist, zurückschauen, hat sich seitdem Ihr Wohlfühlen verbessert oder verschlechtert? Und dass man dann eben zum Beispiel 3 Bundesländer nimmt und Leute aus 3 Bundesländern oder aus allen, oder auch wenn die Gemeinwohllobby-Mitglieder zum Beispiel mit abstimmen sollen, da müsste man erst mal gucken, wo kommen denn die meisten Mitglieder her, damit man da keine Verzerrung drin hat, dann müsste man 3 Bundesländer haben, aus denen ungefähr gleich viele Mitglieder bei der Gemeinwohllobby beteiligt sind, um statistische Verzerrungen zu vermeiden.
Und dann müsste man die eben in diese Umfrage machen lassen. So, wenn Sie jetzt 3 Monate zurückschauen, wie hat sich Ihr Wohlfühlen verschlechtert? Hat sich Ihr Wohlfühlen eher verschlechtert oder verbessert seitdem? Und so könnte man dann sagen, jetzt, das ist immerhin ein spielerischer Versuch, sich der Idee der Wohlfühlstimme anzunähern, schon mal eine vage Vorstellung davon zu kriegen, wie das dann würde, wenn man den Bundeswahlleiter genau dann, wenn man sich gerade den Fuß verknackst hat und Schmerzen hat, dass man dem Bundeswahlleiter einfach mitteilt, mir geht's jetzt einen Tick schlechter als vorher. Und dass der Bundeswahlleiter dann aus der statistischen Auswertung herauszieht, wo vielleicht der Arzt nicht genügend darauf hingewirkt hat, dass dieser Mensch diese gefährliche Sportart vielleicht hätte aufhören können und sich zu gesundheitsförderlichen und verletzungsärmeren Sportarten hätte bewegen können, zum Beispiel. Und insofern, also ich gebe weiter an Öffef. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich mit diesem Beispiel mit dem Fuß verstaucht sagen wollte, dass schon auch der Arzt einen Einfluss darauf hat, ob jemand mit einer gefährlichen Sportart weitermacht oder ob er verletzungsärmere Sportarten zum Beispiel wählt. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke schön an meine Vorredner. Wir bewegen uns jetzt schon gleich auf in die Richtung 9:45. Also kann jetzt sein, wenn wir jeder 4 Minuten haben, dass wir damit schon so an die 2-Stunden-Schwelle langsam herankommen. Und ich denke ja, das ist immer eine gute Dosis, auch für den Abend, um ihn dann ausreichend zu füllen und unseren Biorhythmus noch zuzulassen. Und durch das, was der Dylan gesagt hat, sind wir an dem letzten Thema, was auch von meiner Seite aus noch offen ist, zu beantworten, der Konsensthematik oder Konsensdemokratie. Oder eben anders gesagt, welchen Wandel brauchen wir denn in der Demokratie? Ich hatte schon gesagt, Politiker ohne Verantwortungsreife auszutauschen, bringt keine Verantwortungsreife. Bürger als Wähler auszutauschen ohne Verantwortungsreife, bringt auch keine Verantwortungsreife. Egal, ob wir die per Los bestimmen oder ob wir hingehen und gucken, wer am lautesten schreit oder wer über eine der jetzigen Parteien in irgendwelche Gremien kommt. Das sind alles keine Verantwortungskriterien. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber es sind keine Verantwortungskriterien, keine Kriterien für Verantwortungsfähigkeit oder Reife. Und dementsprechend 0 plus 0 plus 0 wird immer nur 0 ergeben oder Minus wird Minus dann ergeben und sich auch noch mit anderen Minus verstärken. Also von daher, wir kommen nicht umhin, wenn wir Verantwortung wollen, Verantwortungsfähigkeit zu beurteilen und diese Verantwortungsfähigkeit dann mit reinzubringen. Bei den einzelnen Menschen und bei denen, von denen sie sich dann repräsentieren lassen. Und wenn der Einzelne das hat oder die Wähler das haben, dann werden sie auch bei denen, von denen sie sich repräsentieren lassen, vor allem die Verantwortungsreife zum Maßstab machen. Und nicht, ob da irgendwelche korrupten Brot- und Spieleversprechungen gemacht werden oder alles sich nach sowas richtet. Das ist dann vom Tisch, diese Gefährlichkeit. Und ja, ich nenne es eben auch, also was der Dylan da angesprochen hat, wenn er gesagt hat, hilft ja nichts den Leuten einfach nur irgendwas zur Entscheidung vorzulegen, wo gar nicht näher geguckt wird, ist das jetzt überhaupt das Wichtigste, was man sie entscheiden lässt? Und wird da überhaupt argumentativ geprüft? Läuft da ein Argumentationsprozess? Wie gründlich ist das denn mit der Argumenteprüfung und Qualität? Also ich nenne das eine Form von unreflektierter Konsumdemokratie, wenn da die Wahlentscheidungen den Leuten einfach vorgesetzt werden, wie die, was weiß ich, Chili-Soße, Suppe oder die nächste Pizza. Magst du lieber Vegetarier oder lieber mit scharfer Wurst? Das ist keine wirkliche Entscheidungskultur, keine Reflexionskultur. Und vor die Entscheidung muss die Reflexion kommen. Und sonst bringt es alles wieder nichts. Hat nichts zu tun mit Verantwortungsreife dann oder Argumentereife. Und wenn man das täte, dann käme zum Beispiel raus, und da hätten dann sowohl Extinction Rebellion wie die Basisleute, mit denen wir bisher in Kontakt kommen, hätten sagen müssen, ja, es gibt Gründe, die Überschriften, die ihr auf den Tisch bringt, jetzt wirklich in den Blick zu nehmen und nicht anderes vorzuziehen. Denn ich nenne mal 3 Sachen, die da von Bedeutung sind. Das eine hat schon der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky, der ja ein bisschen anarchistisch auch drauf ist, gesagt. Es ist die perfideste Form von Scheindemokratie, die Menschen in irgendwelchen Splitterbereichen wild diskutieren und da auch entscheiden zu lassen. Und
damit davon abzulenken, dass diese abgegrenzten Spielfelder verhindern, dass sie hinter die Grenzen des Spielfeldes gucken. Also, dass sie nicht merken, was ist denn der Rahmen dahinter? Was sind die letzten Vorhänge des Marionettentheaters und wie werden da die entscheidenden Fäden gezogen? Das heißt, die Vorschläge, die wir da machen, freie Argumentekultur, echte verantwortungsreife Demokratieformen, Wohlfühlstimme, die über Hausarztkommune dann auch zur eigentlichen Glückslebensform der Kommune führen kann. Das sind Dinge, die müssten Sie bereit sein zuzulassen und richtig gründlich zu reflektieren und dann auch Ihren Wählern oder Mitgliedern zu reflektierten, gründlichen Entscheidungen vorzulegen. Also verantwortliche Reflexion und Demokratie würde bedeuten, wir gehen von den entscheidenden Fragen der Rahmensteuerung in die Details. Und dann sind unsere Überschriften zentrale Punkte der Rahmensteuerung und müssten dementsprechend starke Beachtung finden. Und der zweite Punkt ist eben, das ist dieser fundierte Konsens, den ich da immer nenne. Man kann nicht einfach sagen, ich gehe zu anderen Leuten und entscheide mit denen jetzt im Konsens. Ich muss meinem Gewissen ja folgen, auch wenn alle Nein sagen. Das heißt, ich darf mich gar nicht irgendwie entscheidungsmäßig von anderen abhängig machen, auch nicht in Form von Konsensentscheidungen, wenn dabei Dinge rauskämen, die gegen meine Gewissensgrundwahrheiten gehen oder Gewissensgrundwerte gehen. Das heißt, ich muss diese Werte in mir klären. Das ist sozusagen mich zur Zelle von Demokratiefähigkeit zu machen. Und dann muss ich sehen, wenn ich mich von anderen entscheidungsmäßig abhängig mache, dass diese Gewissenswerte die geklärten gemeinsamen Voraussetzungen sind, sodass gemeinsame Entscheidungen nicht mehr unter dieses Level rutschen können. Also wird nie gedacht so, also eine solche Konsenstheorie, die ich fundierter Konsens nenne, sondern die sitzen alle gleich da und schmeißen irgendwelche Entscheidungen auf den Tisch und stimmen ab. Und keiner prüft wirklich, ob er überhaupt da Gewissenswerte hat, die vorrangig eingestuft werden müssten. Ja, und damit zum Letzten, und da es mein letzter Beitrag auch sein kann, außer der Verabschiedung, dann verzeihe man mir die Minute, die ich überziehe oder so. Also du hast angesprochen, Luis, dass ich beim Konsens da auch, ich sag jetzt mal, zu sanft oder zu zurückhaltend bin. Also wenn ich einen Konsens mit Leuten habe und die reden dann so, als gäbe es den gar nicht oder er würde anders interpretiert, dann streitet der öfter gar nicht rum groß, ne? Sondern er geht da ganz beharrlich seinen Weg und höchstens mit verhaltener, leiser Stimme weist er mal immer wieder noch ein bisschen drauf hin, dass der Konsens eigentlich anders ist. Da kann man sagen, man müsste die laute Fanfare anschmeißen, so, sonst kommt man doch nicht durch. Aber ich will ja eine andere Durchsetzungskultur. Ich will, dass es wirklich nach Argumenten geht, wo die leise Stimme, die gute Argumente sagt, keine Fanfare braucht, sondern wir alle die Kultur so lernen, dass darauf geachtet wird. Und ich glaube, dass durchaus die Menschen, die mit mir zu tun haben, auch hier jetzt in dieser Lebensgemeinschaft, wo ich gerade bin, das wirkt durchaus. Also auch wenn sie im Moment dann so tun, als wäre das gar nicht so, aber der Öfter hat einen leisen Pieps gesagt, so könnte es sein, so weiß man doch mehr, als man dann sagt. Und ich glaube, dass das auf diese ganz sanfte Weise schon dazu führen kann, dass man sich dann in diesen Bahnen des eigentlich gemeinsamen Konsenses durchaus so ein bisschen finden kann oder wiederfinden kann oder wieder da reinkommt. Okay, das soll es von mir zu den Themen heute Abend gewesen sein. Ich sage schon mal herzlichen Dank, ne, gebe weiter und freue mich, dass wir so miteinander verbunden sind und so reden konnten. Ja, danke auch mal zur Abwechslung den Vorrednern. Also Öffi, ich fände halt dann gut, wenn die anderen wüssten, dass die quasi ethisch nicht so sauber sind, dass du dich mit ihnen auf den Konsens einlässt, weil dann quasi ihr geringer Anspruch deine Gewissensreinheit versaut, wenn man so sagen kann. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die das in dem Moment wissen. Und ich musste halt gezielt nachfragen, um den Eindruck zu prüfen, dass du halt jemand bist, der scheinbar gegen den Konsens verstößt und dann auch nur stumm sich die Anschuldigungen anhört. Zumindest ist das gerade meine Erinnerung. Vielleicht war es noch anders. Kannst du ja eventuell nochmal sagen beim nächsten Mal. Wir sind übrigens jetzt bei anderthalb Stunden, nicht bei zwei. Aber dennoch, kann man das ja unten aufzuhören. Dylan und Öffi, ihr habt das gut erklärt mit, den Wichtigkeiten von Argumentekultur
Ja, also ich kann mir vorstellen, Dylan, wenn du das so schilderst, diesem Stefan sonst was, dann, ja, wenn er also wirklich zum Nachdenken bringt. Ansonsten könnte man das ja auch, ich würde ihn fragen, ob er das halt am Telefon besprechen will oder ob das am besten ist, wenn du das im Forum verschriftlichst und dann schickst du ihm oder ich ihm den Link oder ob ich ihm deinen Kontakt weitergeben kann. Ich nehme mal an, er als Politiker, der halt so seine Visitenkarte rausgibt, wird da eh kein Problem mit haben. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, dass ich dir den Link schicke für das XA-Chat-Plattförmchen und ja, den Kontakt. So gesehen, Entschuldigung, dass ich da das vergessen habe, dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe. Was ich gerne hören würde mit dem Lösen, ich hatte dich halt so verstanden, dass du Kritik für unangemessen hältst, wenn die Person nicht ein größerer Weltmeister der Wissenschaft ist als du und dass du dich für die gelehrteste Person hältst, die du kennst und dass insofern Kritik irrelevant ist an dir, weil Gelehrigkeit das höchste und alles andere irrelevantisierende gut ist. Und dann gab es verschiedene Beispiele. Jetzt das Lustige mit dem Salzstreuer. Da würde ich auch gern wissen, wer denn der Dümmste, der da Mitbewohner ist, so wie du es formuliert hast, Öffi. Zurzeit wohne ich da ja nicht. Ja. Ja, das waren die offenen Punkte. Damit gebe ich weiter. Danke. Ja, wir suchen ja jetzt quasi das Ende für heute, weil Öff ja auch in den Feierabend möchte. Ich bin auch schon ziemlich K.O. Ja, nur ganz kurz ja zu diesem Höchsten. Also es ist ja so, jeder ist ja aufgefordert zu kritisieren. Aber kritisieren heißt, auch offen dazu zu stehen, dass man sagt, ja, ich glaube, ich weiß es einfach besser als du. Und ich sage, dieses und jene Argument ist aus meiner Sicht realistischer und entkräftet die Weltsicht des von Weltrat, Next Scientists for Future und von Dylan. Ja, das ist ja völlig in Ordnung, wenn das kommt. Dann kann man sehen, wie das mit den Argumenten ist. Und am Ende ist es sogar so, sozusagen, jetzt nehmen wir mal an, jetzt die Wohlfühlstimme, argumentativ und so weiter, wäre den Wählern trotz aller Argumente für die Wohlfühlstimme nicht vermittelbar. Dann kann es sein, wenn es den Leuten nicht vermittelbar ist, dann kann es sein, dass man dann durch eine repräsentative Wählerstichprobe, wo also die Wähler darauf nicht einsteigen, dass man denen dann eben andere Lösungsmodelle, wie ich habe das ja immer betont, dass zum Beispiel die Wohlfühlstimme nur eine von vielleicht 10 verschiedenen technischen Möglichkeiten ist, die eleganteste, aber nur eine von 10. Und dass wir dann auf andere Techniken überwechseln müssten und gucken müssten, was ist den Wählern davon vermittelbar. Ne? Und dann könnte man durch eine repräsentative Wählerstichprobenbefragung das Parteiprogramm entsprechend abwandeln. Ja? Aber eben nicht, ohne dass die Argumente gehört und ausgetauscht sind und wirklich geguckt wird, ob die Wähler nicht doch empfänglich sind für gute Argumente für die Wohlfühlstimme. Und dann jetzt nochmal zu dem Höchsten kurz. Ja, von daher immer offen dafür. Der Kernsatz des Erleuchteten, des wahrhaft Erleuchteten ist ja auch gerade, ja, lehre du mich, ich bin dein Schüler, bring du deine Argumente, warum du meinst, dass deine Weltsicht so und so richtig sei und dann erst wird der Lehrer, der Meister, der Erleuchtete dann sagen, ja, aber dagegen spricht ja das Argument, dagegen spricht das Argument und dagegen spricht das Argument und das Argument und könnte es nicht sein, dass du dich da irrst. Zum Beispiel letztens hat mich eine Frau angerufen, ganz begeistert von meinem Auftritt beim Wahrheitskongress und so weiter. Und ja, und will mit mir ein Interview machen und so weiter, will alles machen, ja. Und dann hat sie mich eingeladen zu so einem Webinar über dieses Gradido-Schwundgeldsystem, ja. Und da hat sie
immer wieder bestimmte Irrtümer gesagt, die aus meiner Sicht ganz offensichtliche Irrtümer sind. Das sind sogenannte vorteilbringende Irrtümer von Sozialspartlern und so weiter. Und jetzt wäre es natürlich total interessant, wenn man jetzt darüber dann mal ins Gespräch kommen würde, warum ich jetzt Argumente habe, warum diese gute Frau sich irrt und einfach das Opfer der Gehirnwäsche der Sozialspartler geworden ist und warum deswegen ihre Vorstellung von einer Wirtschaftsreform dadurch einfach nur aus einem einzigen Irrtum besteht. Ja? Und ja, genau darum geht's, dass wir in das Gespräch kommen über die Argumente, welches Argument spricht für das eine und welches Argument spricht dagegen und so weiter. Ja, also insofern, jetzt hat's doch leider wieder ein bisschen länger gedauert, weil ich ja das Ende suche, aber insofern immer Gespräch aber eben immer auch, wer über das Höchste sprechen will oder überhaupt einen, der sagt, dass er der Höchste ist, sei, da was kritisieren möchte, der sollte dann auch sagen, ja, ich glaube, ich bin selber der Höchste, weil ich glaube, dass deine Argumente falsch sind und meine richtig sind. Ne? Und das ist dann ehrlich. Und dann kann man ja in diesen Austausch gehen. Ich gebe weiter. Gell? Ja, danke an die Vorredner. Vielleicht nur paar Stichpunkte noch zu dem, was du, Luis, da auch noch gefragt hast. Also ich glaube, ich bin durchschaubar wie ein gläsernes Buch. Also ich sage, jeder Mensch hat das Recht, dass ich ihn gewaltfrei behandle. Er hat sogar das Recht, dass ich mich bemühe, wenn ich ihm was sage, es ihm alles so zu sagen, dass es ihm gefällt. aber ich sage auch, man muss die Reife der Verantwortlichkeit haben für sich, um sich selbst überhaupt vertrauen zu können, dass man steuerungsfähig ist. Man darf es nicht abgeben an andere, die nicht verantwortungsreif sind. Das schließt ja logisch mit ein, dass ich mich weder irgendwie demokratisch, mehrheitsabstimmungsmäßig oder konsensuell abhängig machen dürfte von der Zustimmung von Menschen, die nicht die nötige grundlegende Verantwortungsreife haben. Also ich vertrete das ja an 100.000 Stellen, dass ich diese Kernargumentation so vortrage. Und das ist für mich der Grundbegriff dann auch des fundierten Konsenses und einer Menschheitskonsensdemokratie, denn die bedeutet, dass man die Kinder der Zukunft jetzt schon so mit einbezieht, als könnten sie mit am Tisch sitzen, als gleichwertige Menschen. Und da die ja jetzt nicht hier sitzen können und schreien können um ihre Rechte, setzt es die Verantwortungsreife in unseren Köpfen voraus, dass sie dann dadurch mit am Tisch sitzen können. Anders geht's nicht mit der aufs Ganze schauenden Verantwortlichkeit. Und ich freue mich, wenn das auf den Tisch kommen kann, ob hier in solchen Talks oder eben in freien Argumente-Auseinandersetzungen oder im Forum, weil ich möchte gerne sehen, was da an Argumenten dagegen gesetzt werden könnte. Es wird zwar nirgends gemacht, nur überall werden nur die Entscheidungen auf den Tisch geknallt, oft sogar ohne Reflexion und Argumenteprüfung und schon gar ohne Prüfung von Verantwortungsreife der Beteiligten, der Wähler oder der Entscheider. Aber das ist alles, sind Milchmädchenrechnungen, die ganz simpel durchschaut werden können. Also schon eine 1 und 1 ist 2 Logik oder 2 und 2 ist 4 Logik der Verantwortlichkeit würde all das sofort platzen lassen wie die Luftballons. Ja, also insofern, ich glaube, ich bin da durchschaubar. Man weiß, wie man mit mir umgeht. Ich bin so sanft wie möglich und behandle auch die, mit denen ich eben nie im Konsens dann entscheiden könnte, die ich auch nie als geeignet für, also worüber Dylan und ich ja jetzt hier auch sprachen, also so ein Steuerungsgremium der Verantwortlichkeit, ein Regiegremium oder eben Schenker Übungskonsens oder Menschheitsfamilienrat, diesen Rat, den ich da auch in Schenkerbewegung versuche, so ein bisschen zu konturieren. Also da sind viele eben nicht für geeignet, darf man auch nicht so tun, als wären sie es oder dürfte sich nicht von ihnen so abhängig machen. Und muss einfach seinen Weg gerade gehen in der Verantwortungslogik. Und auch, wie gesagt, wenn ich in Gemeinschaften bin, ich werde nicht wieder darauf einsteigen, auf so eine Unkultur, wie ich es nenne, dass man ständig sich wiederholen muss oder lauter werden muss, damit das Argument gehört wird. Entweder auch eine leise Stimme, die einmal sich in greifbarer oder nachweisbarer Weise beruft auf Wahrheiten, Argumente oder Konsensstände,
Entweder diese Stimme wird durch die Richtigkeit ihrer Inhalte entsprechend berücksichtigt, oder wir haben noch immer die falsche Durchsetzungskultur. Und dann werde ich nicht das Falsche mitmachen, sondern ich werde beispielhaft versuchen, die richtige Kultur darzustellen, seid die Lösung, die ihr in der Welt sehen wollt. Ne? Und ich glaube aber auch, da kann man viel mit erreichen. Also wie gesagt, in der Gemeinschaft, in der ich hier bin, und ich werde dir auch deine Frage übrigens, Louis, jetzt nicht sagen, wie ich für den Dümmsten halt, weil das war ja nur eine fiktive Beispielkonstruktion, ne? Dass der Dümmste mir auch sagen kann, du verwechselst gerade den Zucker und den Salzpott. Aber damit meinte ich jetzt auch keine konkrete Gestalt hier. Ne? Also wir gucken jetzt nicht, wen können wir da jetzt sozusagen ein bisschen an die Wand wieder klatschen. Also da glaube ich wirklich, dass auch diese Konsenskultur funktionieren kann. Sie kann wirken auf die Atmosphäre und auf das Innere der Menschen und auch dieses ruhige, leise Beharren auf dem, was von den Argumenten und den Konsensständen her das gegeben ist, hat seine Kraft. Und ich baue auf diese Kraft. Ja, nochmal Tschüss und ich gebe weiter. Wir sollten aber gucken, dass wir jetzt so gegen 10 dann, also ihr wisst, ich bin ein alter Mann, ne, und werde dann zu müde und der Biorhythmus und sowas alles, ne, und die Familie. Ja, also von mir aus seid umarmt, ne, und ich sage mal Tschüss schon. Ja, danke. Ja, interessant mit dem Konsens, werde ich mal drüber nachdenken. Also Dylan, dann frage ich mich, vielleicht habe ich ja was falsch verstanden früher, dann frage ich mich, ob wir uns jetzt darauf einigen können, dass ich glaube, die Situation war früher so, du bist aus meiner Sicht ruppig gewesen, ich habe gemeint, ob das nicht besser sei, weniger ruppig zu sein und vielleicht verwechsel ich es wirklich, aber eventuell meintest du halt, ja, wenn ich dich kritisiere, was denke ich denn, was ich weiß im Gegensatz zu dir? Und jetzt hast du halt wieder gesagt, wenn einer meint, den Höchsten zu kritisieren, dann soll er auch so ehrlich sein, zu sagen, dass er sich selber für den Höchsten hält. Also ich halte mich nicht selber für den Höchsten und ich halte dich nicht für den Höchsten. Ich habe keine Gegenbeweise, dass du nicht der Gelehrigste bist, aber Gelehrigkeit ist für mich nicht das Höchste. Und ja, ich weiß auch nicht, ob es einen Höchsten gibt und wie sinnvoll das ist. Ich finde Widerspruchsfreiheit sehr, sehr wertvoll und Entspanntheit. Ja, und wenn wir uns jetzt quasi darauf einigen können, dass man dich kritisieren kann, ohne gelehriger sein zu müssen als du und auch ohne sich für gelehriger halten zu müssen oder sonst wie dir höher gestellt, sondern einfach nur, dass Leute sich gemäß diesen Irrtümer hinweisen, auf mögliche Irrtümer hinweisen und dann halt neugierig prüfen, ob das tatsächlich ein Irrtum ist oder nicht oder Doppelirrtum oder was auch immer. Ja, wenn wir uns darauf einigen können, dann ist das Thema abgehakt. Sonst muss ich das alles auf mich wirken lassen und mich dann beraten lassen und so weiter. Aber ist ja auch alles sehr spannend. Na gut, in diesem Sinne würde ich mich dann auch verabschieden und dem alten schläfrigen Öffi dann noch viel Spaß am Computer wünschen, was wahrscheinlich das Einzige ist. Ja, und ich mach's dann halt, versuch's jetzt ganz kurz zu machen, nämlich dass wir, ja, eben das müsste man jetzt einfach mal einem praktischen Beispiel ausprobieren, ja, das sozusagen, damit wir dann vielleicht an so einem praktischen Beispiel, also an irgendeiner Fragestellung, ich mache jetzt gerade Beispiel Cardido oder Mindestlohnargumente pro, Argumente contra. Ja, und da würde ich dir dann, wäre ich dann schon der Hoffnung, dass ich dir aufzeigen könnte, dass bestimmte Argumente vielleicht auf einem bestimmten Irrtum und Denkfehler und einer bestimmten Unkenntnis bestimmter Zusammenhänge beruhen könnten. Ja, also von daher kann ich sagen, sozusagen, ja, also. Wie gesagt, dann könnte man das an praktischen Beispielen einfach mal durchdeklinieren. Es hat nicht keinen Sinn, darüber jetzt theoretisch zu diskutieren, sondern man sollte es dann an einem praktischen Beispiel machen, wo dann vielleicht deutlich wird, hoppla, da habe ich vielleicht wirklich ein bestimmtes Argument und eine bestimmte Kenntnis nicht gehabt, ne, vorher.
Ja, aber ich würde sagen, wir können von mir aus gerne für heute Feierabend machen und uns dem gemütlichen Teil des Abends jetzt noch widmen, ne? Ja, ihr Lieben, seid umarmt durchs Internet und die Zuschauer gleich mit. Ich würde vielleicht noch kurz was sagen. Dylan, ich bin sicher, dass du mich da mit Candido und ganz vielen anderen Einheiten, dass du mir da sehr gut begründen können wirst, warum dein Argument halt oft oder fast immer oder immer besser ist als die anderen Argumente, mit denen du zu tun hast. Und der eine Punkt, den ich vorhin vergessen habe, aber so unter insgesamt noch andere geniale Leistungen deinerseits erwähnte, war auch, wie du in dieser Konfliktmediation die Relevanz von Vertragsvereinbarungsverletzungen auf den Punkt gebracht hast. Ja, ich finde, diese Telco ist tatsächlich interessanterweise ein gutes Beispiel dafür, wie offensichtlich schriftliche Forumsauseinandersetzungen einfach schwarz auf weiß Dinge beweist. Ich bin total neugierig, ob ich Sachen falsch verstanden habe oder ob Dylan Sachen heute irgendwie anders formuliert oder selber anders sieht. Und schwarz auf weiß konnte man das genauer prüfen. Und ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, wie ich dich jetzt verstehen soll, Dylan, aber ich lasse das mir durch den Kopf gehen und werde da mit dem Öffi mal hinter vorgehaltener Hand drüber schwätzen. Ich hoffe, ihr versteht meine Späße und ich danke und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und viel Erfolg bei euren wertvollen Bemühungen. Und lasst es uns im Forum ruhig noch besser festzurren, so, ne? Wir können es ja alles fortsetzen da. Ja, und vor allem auch Nein! vielleicht mal wirklich so ein konkretes Thema, an dem man das mal durchdeklinieren kann, so als Beispiel machen, zum Beispiel irgendetwas, wo du, Luis, überzeugt bist, dass du da die richtige Sichtweise hast. Und dann würde ich versuchen, welche Argumente eben aus meiner Sicht vielleicht die Sache anders sehen lassen würden. Ja, aber von mir aus dann beim nächsten Mal einfach weitermachen auf dieser Schiene. Alles klar, das machen wir, ihr Lieben. Ja, dann bis zum Schönen nächsten Abend noch und Mal. schlaft gut. Schlaf gut, ciao. Ciao. Ciao.